Er ist einer der beliebtesten und zugleich der unbekanntesten Heilige der Kirche. Millionen Christen gehen an seinem Gedenktag in die Kirche, um seinen Segen zu empfangen. Er wird bei zahlreichen Krankheiten angerufen, gegen Halsentzündungen, gegen Husten und Erkältung, Blutungen, Geschwüre, Zahnschmerzen, Kinderkrankheiten, Pest, Corona, gegen Sturm und wilde Tiere. Er ist Patron der Ärzte, der Blasmusikanten, Schneider, Bäcker, Müller, Maurer, Nachtwächter sowie der Patron der Haustiere und Pferde. Der heilige Blasius von Sebaste und der heilende Segen. Um etwas mehr über das Leben des heiligen Blasius zu erfahren, sind wir heute nach Dubrovnik gekommen. Viele Menschen kommen hierher, um Badeurlaub zu machen oder die alte Stadt zu besichtigen. Und viele wissen gar nicht, dass hier in Dubrovnik die Reliquien des heiligen Blasius aufbewahrt werden. Wir werden heute einige Menschen treffen und wir werden heute hier versuchen, mehr über das Leben des heiligen Blasius zu erfahren. Sind Sie bereit? Dann kommen Sie mit. Dubrovnik und die Republik von Dubrovnik sind untrennbar mit ihrem Schutzpatron, dem heiligen Blasius, verbunden. Es gibt keine Mauer, kein Haus, das sie nicht hat. Die Seeleute von Dubrovnik brachten ihn in die ganze Welt. Also der Schutzpatron des Bistums Dubrovnik und der Stadt, der heilige Blasius, wacht über uns. Es gibt nur wenige Informationen über den heiligen Blasius, die historisch belegt sind. Dafür gibt es zahlreiche Legenden, die für uns Christen eine wichtige Rolle spielen. Wir wissen aber, dass der heilige Blasius ein Märtyrer aus dem 4. Jahrhundert und der Bischof von Sebaste war. Also St. Blasius war in Sebaste geboren, in kleinen Armenien, heute ist das in der Türkei. Da war er zuerst Arzt und so auch bekannt unter den Leuten geworden und dann auch zum Bischof gewählt. Die Stadt Sebaste in Kappadokien war früher die Hauptstadt der römischen Provinz Armenien, die in der heutigen Türkei liegt. Über die Kindheit des heiligen Blasius wissen wir nichts. Geboren wurde er in der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts. Er war sehr gebildet und bekam große Anerkennung als Denker, Philosoph und vor allem als Arzt. Eines Tages aber zog er sich in die Wüste zurück. Er wollte dort näher bei Gott sein und sich ganz dem Gebet widmen. Die Leute wussten, dass es dort einen ehrwürdigen Mann gibt und gingen zu ihm, um Rat und Hilfe zu holen. Als die Christen in Sebaste einen neuen Bischof brauchten, haben sie an Blasius gedacht. Und sie brachten ihn in die Stadt, um ihn zu ihrem neuen Bischof zu wählen. Denn die Bischofsweihe bedeutete in der damaligen Zeit nicht nur eine Anerkennung, sondern vielmehr die Bereitschaft, für Christus zu sterben. Denn es war die Zeit der Christenverfolgung. Viele Christen mussten während der Christenverfolgung ihre Wohnorte verlassen und sich verstecken. Als die Verfolgungen unter Kaiser Licinius immer gefährlicher wurden, hat sich auch Bischof Blasius in einer Höhle versteckt. Zahlreiche Schriften erzählen, dass sich seine Nähe zu Gott schon zu dieser Zeit in seiner Wirkung zeigte. Wilde Tiere besuchten Blasius. Einmal kam zu ihm ein Wolf mit einer großen Wunde. Blasius reinigte die Wunde, verband sie und ging beten. Am nächsten Tag nahm Blasius den Verband ab und sah, dass die Wunde geheilt war. Als die Verfolgung der Christen unter Kaiser Diokletian kam und seinem Nachfolger, da musste sich der Bischof Blasius verstecken. Das hat er in einem Wald, in einer Höhle gemacht. Der Statthalter von dort, von Sebaste, der Agricola, hat Soldaten geschickt, um ihn zu suchen. Sie haben ihn dann erstmal gefunden und er war in dieser Höhle oder vor der Höhle mit den Tieren, mit den wilden Tieren, die man sagt, dass er auch geheilt hat. Mensch und Tier versprach er Rettung in der Not, wenn sein Name angerufen werde. So erzählt eine andere Legende, dass eine arme Frau zu ihm kam, deren einziges Schwein von einem Wolf geraubt worden war.
Blasius versicherte der Frau, dass alles gut würde. Und am nächsten Tag brachte der Wolf dieses Schwein unverletzt zurück. Die Legenden aus dem Leben des heiligen Blasius sind keine Märchen. Sie zeigen uns, was christliche Werte sind. Heutzutage gibt es einige, die ihre ganze Liebe einem Tier schenken. Für die Menschen und für das menschliche Leben bleiben sie aber kalt und abweisend. Vom heiligen Blasius lernen wir, Gott mit ganzem Herzen zu lieben und daraus unsere Liebe, unseren Nächsten und auch den Tieren zu schenken. Die Legenden über den heiligen Blasius, seine Beziehung zu Gott, zu Menschen und Tieren zeigen uns, dass eine Harmonie zwischen Mensch und Schöpfung möglich ist. Wenn wir von Liebe erfüllt sind, brauchen wir keine Angst in dieser Welt zu haben. Die bekannteste Geschichte aus dem Leben des heiligen Blasius erzählt von der wunderbaren Heilung eines Jungen. Eine Mutter brachte ihr Kind zum Bischof. Eine Fischgräte steckte in seinem Hals und der Junge wäre beinahe erstickt. Blasius betete und die Fischgräte kam heraus. Mehrere Berichte erzählen über das Martyrium des heiligen Blasius. Als er schon im Gefängnis war, brachte ihm die Frau, deren Schwein er gerettet hatte, Kopf und Füße des Schweins mit Früchten und einer gekreuzten Kerze ins Gefängnis. Blasius segnete die Kerze und bestimmte sie zu seinem Symbol. Vom heiligen Blasius können wir lernen, wie man viele Früchte und Gaben bringen kann durch die Liebe, die der Mensch vom Herrn bekommt, wenn er sich seiner Gnade öffnet. Diese Liebe, die wir im Herzen empfangen und durch die wir uns von Gott geliebt fühlen, das ist die größte Erfahrung, die wir nie verlieren dürfen, damit wir diese den anderen weitergeben und sie beschenken können. Er war Arzt und hat anderen geholfen, aber er hat auch seinen Glauben bezeugt, sogar mit dem Blut des Märtyrers. Auch wir sollen bereit sein, die Hoffnung zu zeigen, wenn man uns fragt und unseren Glauben zu bezeugen. Und der Statthalter hat versucht, ihn umzustimmen, Christus zu verneinen, den römischen Göttern zu opfern. Das hat er dann natürlich abgelehnt. Dann hat der Statthalter angeordnet, dass er gefoltert werde. Das wurde mit einem eisernen Kamm an seiner Haut gemacht. Er hat, man sagt, viel geblutet. Man hat auch sein Blut der Legende nach gesammelt, besonders von einigen Frauen, die dann bald nach ihm zusammen gefoltert wurden und gemartert. Das Martyrium des heiligen Blasius wurde uns so überliefert. Nach der Folter fragte ihn der Statthalter: Willst du immer noch nicht unsere Götter anbeten? Blasius antwortete: Das sind keine Götter, sondern Dämonen, die euch in das ewige Feuer ziehen. Tu, was du willst, aber ich werde meinem Herrn und Gott treu bleiben. Da ließ ihn der Statthalter in einen Teich werfen. Blasius schlug das Kreuz über dem Wasser, das plötzlich fest wurde. Seine 63 Verfolger ertranken aber. Das geschah im Jahr 316 nach Christus. Eine Legende sagt, dass er in seiner Folterung, man wollte ihn mit einem Mühlstein in einen See tränken. Und da hat er das Wasser gesegnet, der heilige Blasius, und das Wasser ist fest geworden, sodass er nicht gesunken ist. Die Soldaten, die ihm gefolgt waren, sind aber gesunken, gestorben, sodass es nicht so einfach war, offensichtlich den heiligen Blasius zu töten. Allmählich aber hat Gott gesagt, jetzt genug, und hat seine Seele in den Himmel genommen. Und ja, so wurde der heilige Blasius gemartert. Vor der Hinrichtung betete Blasius: Herr, heile alle, die an Halsbeschwerden oder anderen Krankheiten leiden, wenn sie in meinem Namen darum bitten. Eine Stimme vom Himmel gewährte ihm diese Bitte. Dann wurde er enthauptet. Was aber hat der heilige Blasius mit Dubrovnik zu tun? Das kennt in Dubrovnik jeder. Im Jahr 1050 kamen venezianische Kaufleute in die Stadt. Da sah ein alter Priester, dass eine Kirchentüre in der Nacht geöffnet war.
Er ging hinein und hatte eine Vision. Ein alter Mann im bischöflichen Gewand sprach zu ihm: Die Absicht der Venezianer ist kein freundlicher Besuch. Ihre Absicht ist, die Stadt einzunehmen. Wer bist du? Ich bin der heilige Blasius, antwortete der Bischof. So konnte die Armee von Dubrovnik die Stadt verteidigen und der heilige Blasius wurde zum Patron der Stadt. Ich bin erst seit kurzem Bischof von Dubrovnik, aber ich erinnere mich an meinen Großvater, der vor 50 Jahren aus Janjevo nach Dubrovnik gepilgert ist. Ich habe mich damals als Kind gefragt, wo dieses Dubrovnik liegt und wer dieser heilige Blasius ist. Sehen Sie, wie die Vorsehung Gottes am Ende antwortet. Sie macht das nicht, wenn wir es wollen, sondern wenn die Zeit dafür kommt. Heute ist wirklich Blasius in meinem Herzen. Er ist mein Fürsprecher und der Schutzpatron unserer Stadt. Im Jahr 972 bekam Dubrovnik seine wertvollste Reliquie. Den Kopf des heiligen Blasius in Gold gefasst, mit beiden Armen, einem Bein und einer Halsreliquie. Sie werden im Dommuseum aufbewahrt und dort von den Bewohnern Dubrovniks und den Besuchern der Stadt verehrt. Jede Familie in Dubrovnik und Umgebung feiert den Blasiustag. Da achtet man darauf, die Familie, die Verwandten oder Freunde einzuladen und zusammen zu feiern. Jedes Jahr wird eine berühmte Tombola gehalten und alle Bewohner von Dubrovnik nehmen gerne daran teil. Es ist für alle wichtig, die Tradition nicht einfach so hinzunehmen. Aus jeder Ecke Blasius, Blasius. Wir lernen vom heiligen Blasius, Jesus Christus zu lieben, so wie er ihn geliebt hat, der sein Leben für Christus, für das Volk, für die Kirche hingegeben hat. Die Leute wollen ganz sicher den Segen bekommen. Und so heißt es im Gebet, auf die Fürsprache des heiligen Blasius, Bischof und Märtyrer, befreie dich der Herr von Halskrankheiten und allem Bösen. Die Heiligen sind die Mittler, Kanäle der Gnade Gottes. Blasius ist eingetreten in die Gedanken, die Herzen und für uns aus Dubrovnik steht er an erster Stelle. Jetzt wäre es gut, dass wir alle wie er werden, nicht faul in der Nachfolge dessen, den wir feiern. Es ist immer wichtig, nicht nur etwas zu feiern, sondern es auch im Leben zu verkörpern. Vielleicht haben wir heute geschafft, den heiligen Blasius etwas besser kennenzulernen. Nun verabschieden wir uns aus Dubrovnik und falls Sie mehr über unseren Glauben und unsere Kirche erfahren wollen, dann abonnieren Sie diesen Kanal, schreiben Sie Ihre Kommentare, geben Sie Ihre Bewertung, dann sehen wir uns wieder. Und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und gottesreichen Segen.